Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit MyGamer. Ja, ich bin jetzt hier am Spawn. Wundert euch nicht, das liegt daran, weil ich ja vorher auf dem oder in der letzten Aufnahme auf dem Server war und das Ganze jetzt wieder zurück in den Singleplayer kopiert habe. Sollte uns aber nicht weiter stören. Ich laufe jetzt einfach mal zu meinem Haus. Und wie ihr wahrscheinlich auch im Titel schon sehen könnt, ich weiß auch nicht, ob ich das da reinschreibe, habe ich jetzt mal den Buildcraft-Mod installiert, werde das aber ohne Cheaten machen. Also alles, was ich mit Buildcraft bauen kann, ohne Cheaten, werde ich machen, aber ansonsten werde ich da jetzt nicht irgendwie große Abbauaktionen machen mit 100 Queries oder so. Soll halt einfach nur ein bisschen den Alltag bereichern, sag ich mal. Lag. Ich hoffe mal, das laggt jetzt nicht die ganze Zeit zu sehr. Ich sehe auch gerade, ich bin noch auf Peaceful, weil das mit den Tutorials so einfacher war. Und ich hoffe echt, das laggt jetzt gleich nicht zu sehr. Ich weiß auch nicht, warum das laggt. So, hier sind schon ein paar lustige Pilze. Da muss ich dann auch mal gucken, dass ich irgendwann irgendwie ein bisschen was. Ja. Hier das Haus verschönere und so. Jetzt muss ich erstmal gucken. Nehme ich die Axt noch mit. Hier haben wir ein bisschen Holz. Wir brauchen gleich noch mehr Holz. Hier haben wir Treppen, brauchen wir noch. Dreck brauche ich draußen. Nehme ich mal 3 Stacks mit. Machen wir das zuerst. Die Creeper-Löcher stopfen. Und ja, dann einfach mal gucken, was wir heute so machen. Ich werde wohl am Haus weiterbauen. Denn wenn ich ein paar Ressourcen sammle, werde ich wohl demnächst doch wieder eine längere Zeit unter der Erde sein. Einfach damit es auch mal so weit kommt, dass wir Diamanten finden. Denn wenn ich da so meine 10 Minuten. Was war das für ein Lag? Wenn ich da so meine 10 Minuten unter der Erde bin, kann ich beim besten Willen keinen Diamanten finden. So, machen wir hier. Da noch zu. Füllen wir das hier. Ja. Dann muss ich aber auch mal gucken. Ja, das hier scheint noch ein Creeperloch zu sein. Nicht, dass ich hier irgendwie anfange, die Landschaft zu erweitern. Wobei das hier auch nicht unbedingt schlecht ist. So, ich habe jetzt auch gar nicht groß mir Gedanken drüber gemacht, wann ich nochmal was mit Kyoko mache. Ich habe gerade geguckt, die ist im Skype nicht online. Darum. Ich hatte einfach mal Lust, was aufzunehmen. Mache ich das halt alleine und nehme ein bisschen was im Voraus aus. Im Voraus auf. Ja, ich sollte lernen zu reden. Oder wie sollte GEP sagen? Lern reden, du Spast. Wenn er mit sich selbst redet. Das reicht noch lange nicht, was ich hier an Dreck habe. Gut, dass ich da so viel von noch in der Kiste hatte. So, hier das Ausstopfen, hier hört es dann auch schon auf. Mache ich da mal so einen kleinen Abtrenner. Oder ich gehe hier lang, so. Mach das Ganze dann. Ich hasse Gras. Mach das Ganze dann so. Zack, 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 zack. Kann man das Gras nicht einfach mal ausschalten oder gibt es einen Mod, dass man kein Gras mehr hat? So, mache ich das Ganze hier lang. Zack. Mach das Loch dann noch zu und ich glaube, das war's dann so. Wenn ich jetzt überhaupt genug Dreck habe. Außerdem sehe ich gerade, es wird Nacht. Ich habe auf Normal geschaltet. Dann müssen hier gleich schon die ersten Gegner kommen. Ja. Warum auch immer der ist, der drin gespawnt ist. Kann der hier überhaupt drin spawnen?
Ah, nee, da ist zu. Ich dachte, der wäre jetzt vom Dach gekommen. Hier unten ist auch alles hell genug. Wie kommt der Zombie hier rein? Verwirrt. So, noch habe ich Dreck. Ich muss dann sowieso später gucken, wenn ich hier einen Keller reinzimmere. Werde ich hier den Dreck auch noch abbauen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ach, jetzt sind da auch lauter Gegner. Mache ich zu. Nimm mir hier mein schönes Bett raus und leg mich einfach pennen. Oder kann ich mich auch schon mal hier oben hinlegen? Ist hier soweit fertig. Muss alles noch von innen ausgebaut werden, aber das wird hier zu langsam. Draußen ist hell, draußen verbrennt alles. Das ist schön. Ich mache mir hier mal den Sound so ein bisschen lauter. Ich weiß gerade nicht, wie viel ihr gehört habt, aber. So. Und dann fangen wir hier weiter an aufzufüllen. Na komm her, Spinne. Komm her. Einfach nur, weil es kann, töte ich dich jetzt. Und dich auch. Bam. Ja. Gut. Machen wir da noch zu. Ja, und die Lecks hören nicht auf. Keiner weiß warum. Ich nehme doch nur in 720p auf, da lief es doch sonst immer ohne Probleme. Ansonsten, wenn es gleich zu krass wird, starte ich eben den Rechner neu. Und spätestens dann sollte es eigentlich aufhören zu laggen. So, dann hatten wir da noch ein Loch, was gestopft werden wollte. Aua. So, warum regeneriert sich das halbe Herz nicht? Ich dachte, das macht es, wenn ich 8 Essensdinger voll habe. Muss ich dafür 9 voll haben? Naja. Ist ja halb so wild. Ich bin hier nicht kurz vorm Sterben. Da so. Und das reicht doch schon wieder nicht. Ja, dann, ja. Muss ich mal gucken, ob ich da unten jetzt noch Dreck hab. Da nicht. 4 Dreck. Das ist ganz viel. 2 Dreck. Das ist auch ganz viel. Aber ich habe eine Eisenschaufel. Dann sammle ich erstmal die Pilze weg. So. Und mache hier dann gleich schon mal zack, so ein bisschen Boden weg. Obwohl erstmal ein. Ich baue jetzt noch nicht den Keller. Das mache ich dann irgendwann demnächst, wenn ich Lust und Zeit dafür habe. Ich könnte aber mal gucken, ob ich hier an den Einstellungen. Graphics is fast, Performance, Balanced, Power Saver, Max FPS. Versuche ich es mal so, ob es dann vielleicht ein bisschen besser läuft. Und wenn ich jetzt gleich fertig bin mit dem Dreck draußen hinpflanzen, zack, Fackel weg, dann werde ich mich ans Holz abbauen machen. Das sind alles ganz spannende Arbeiten, die hier zu erledigen sind. Ganz toll. Aber ihr wollt das ja lieber so haben, als dass ich irgendwo nach Rohstoffen suche. Zumindest gibt es viele Leute, die sagen, die finden das in Höhlen langweilig. Mal gucken, wenn ich jetzt hier
das mache, wann ich dann das nächste Mal wieder in eine Höhle gehe. Irgendwann garantiert. Oder muss ich ja. So, Fackel dahin und ja. Packen wir mal da eine hin. Und nochmal gucken, wie lange die Schaufel noch hält. Hier in der Ecke ist es auch dunkel. Habe ich da noch Fackeln drin? Ja. Kein Dreck, Fackel. So. Im Übrigen habe ich auch gerade wieder extrem Lust, Tee zu trinken, habe aber keinen Tee hier. Ich müsste mir welchen kochen und bin dazu wieder zu faul. Naja, mal gucken. Erstmal spiele ich hier. Was sich dann im Laufe der nächsten 4 Stunden Let's Play ergibt oder wie lange ich hier auch spiele, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich hier nur 20 Minuten spiele, ein Part draus mache und dann keine Lust mehr habe. Oder dass ich tatsächlich meine 3-4 Stunden durchspiele. Ich habe jedenfalls noch Platz auf der Festplatte und den werde ich dann auch bestmöglich ausnutzen. Muss dann auf jeden Fall gucken, dass ich demnächst noch ein bisschen was rendere und das war's mit der Schaufel. Habe ich da eine Schaufel? Nein. Hatte ich da noch eine? Nein. Ja, es muss dann auch irgendwann alles sortiert werden, aber das kommt dann, wenn der Keller da ist. Bis dahin müssen wir uns erstmal mit diesem unprofessionellen Kistengewirr zufrieden geben. So, zack, 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 zack. Dann haben wir hier auch das Loch gestopft. Dann hatten wir hier noch ein bisschen was zu stopfen. Und dann geht's bald, wie gesagt, ans Holzfällen. Ich weiß gerade gar nicht, da hinten ist noch ordentlich Wald übrig. Nicht, dass ich echt irgendwann anfangen muss, nachzupflanzen. Oder irgendwann muss ich eh pflanzen, aber ihr wisst ja, wie ich zu Waldgegenden stehe. So, bauen wir das so. Zack, 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 zack. So. Und dann sieht das doch relativ natürlich aus. Nicht gerade symmetrisch, aber relativ natürlich. Und genau so sollte es sein. Jetzt muss ich gucken, dass ich da Holz hinbaue, so. Dann meine 3 Treppen. Eins, ja. Eins, zwei. Und die dritte brauche ich nicht. Gut. Packen wir den direkt da rein. Packe ich die Treppe wieder da rein. Das, das. Das, obwohl. Ja, ich nehme mal die Knochen mit, vielleicht finden wir ja Hunde. So, Tür zu. Da ist schon wieder ein abgeerntetes Schaf. Was uns auch auf dem Server ein paar Mal über den Weg gelaufen ist, dass da einfach so schon abgeerntete Schafe sind, obwohl die keiner geerntet hat. So, hallo Schwein. Komm du mal her hier. Komm du. So. Und dann brauche ich gleich auch noch Glas. Zack, 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 zack. Das war's schon. Da oben ist nichts mehr. Nee. Einfach mal die Fichten abholzen hier. Weg damit. Braucht keine Sau. So. Dann da noch. Zack. Nehmen wir den noch mit. Ich mache mir hier mal so eine kleine Stoppuhr, damit ich einen groben Blick drauf habe, wie lange ich jetzt hier holze.
Das hat Sinn gemacht, da oben noch was wegzumachen, aber kann man ja nicht wissen. So. Na. Da haben wir noch ein Bäumchen. Gut. Das war's mit der Axt. Dann machen wir mit den nächsten weiter. Da unten sind noch Bäume, da drüben sind noch Bäume, hier sind überall noch Bäume. So, da. Zack, zack, zack. Dann hier runter. Das war toll. Hier haben wir noch einen Baum. Einen ziemlich hohen Baum, wie es aussieht. Ist da oben noch was? Nein. So. Und es wird schon wieder dunkel, sehe ich gerade. Warum wird es jetzt schon dunkel? War doch gerade schon Nacht. Naja, dann holze ich noch den einen Baum ab und gehe dann gleich nach Hause. Gucke mal, was ich mit dem Holz anfangen kann, was ich hier geholt habe. Ach, der Lavasee. Sprinten, laufen, stratzen. So. Schneller. Ach nee, ich kann nicht. Ich müsste erstmal was essen. Und da ist ein Creeper auf dem Dach. Das ist nicht schön. Dann locke ich den da erstmal weg. Kommst du her? So, der Creeper ist weg.